Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Lol, nein, der Aquaristik heute, aber auch im Reich der Pflanzen. Aquabotaniker. Wir machen so ein paar Kleinigkeiten heute gemeinsam, aber wirklich nur Kleinigkeiten, denn morgen wird ein besonderer Tag. Ja, was, vielleicht sehen wir das dann tatsächlich bald. Ich zeige euch jetzt mal kurz ein paar Ausschnitte von den Garnelen. Da gucken wir einmal so ein bisschen rum, wie das jetzt aussieht. Ich habe sie gerade eben gefüttert. Ich sage dir heute auch wieder, mit was ich sie fütter, dass wir das fortlaufend mitnehmen können, wie vielseitig man Garnelen versorgen kann und auch erleben kann dann hier tatsächlich, wie die Tiere so drauf reagieren. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Ja, ganz in Ruhe heute und entspannt, denn ich habe schon geguckt und ja, es macht einfach nur Freude. Da kommt gerade eine angeschwommen. Heute gab es dieses von Hakiri, dieses Thinking Wave. Hier haben wir jetzt unsere Babys, die Red Fancy Tiger, die wir gemeinsam hier eingebürgert haben, könnte man fast sagen. Und wir sehen, es geht ihnen gut und sie haben Hunger. Und das ist immer das Schönste, wenn man den Garnelen Futter gibt und sie ja, darauf abfahren. Das ist immer ganz klasse. So, Lufttierbar sind aus alle und von daher das auch noch mal kurz mitgenommen. Das ist also immer, wenn ich hier filme, sind die Luftheber aus. So, ich habe jetzt ja die Farbwiedergabe Automatik stehen. Kann sein, dass die Bilder. Oh, guck mal, das ist nicht wahr. Ich war gerade noch hier vor 2 Minuten, habe geguckt und habe nichts gesehen. Da ist einfach jemand abgehauen, du ausgebüxt. Was machst du denn hier? Das ist aber auch wieder du. Nee, das darf aber nicht sein. Komm, ganz vorsichtig. Lass mal schieben. So. Und einmal drehen und dann nehmen wir den ganz vorsichtig, ich habe nämlich eine ganz dünne Schale, das ist eine Yoda-Schnecke übrigens, und blub, wieder rein da, so, ja, da, das machen die ab und zu, die büchsen einfach mal aus, ist so, machst du nichts, ne, kannst du nichts gegen machen. So, unser Rodatrupp hier, unsere Bloody Mary, die Neocaridina, nicht vergessen, das hier sind Caridina, hm? Und das sind Neocaridina. Ja, hier kann man jetzt nicht allzu viel sehen, weil das alles komplett zugewachsen ist. Und das ist jetzt auch so ein Ding für mich heute Abend. Ja, das liegt an, das wird gemacht, denn am Sonntag ist Wasserwechsel. Und das möchte ich dann in Ruhe machen, Wasserwechsel, und nicht dann alles auf einmal. Und von daher werde ich heute ernten. Ja, das machen wir auch gemeinsam tatsächlich. So, hier gibt es jetzt nicht wirklich viel zu erzählen, wollte ich gerade sagen. Oder gehe ich doch mal wieder auf eine andere Belichtung? Ich guck mal eben. Nee, das nicht. Nein, das auch nicht. Nee, das auch nicht. Nein, das auch nicht. Ja, nehmen wir das, komm. Sonne ist immer gut. Sonne ist immer gut, genau. Nur bei gelbem Licht nicht. Das ist dann nicht so der Burner. Aber ansonsten, ja, die machen sich gut. Ach, siehst du. Ja, genau. Hier werden wir jetzt was ausprobieren, sofort. Weil, sonst vergesse ich es gleich wieder. Wir können ja mal rübergehen, da schon mal gucken. Und dann gucken wir erstmal bei dem Trupp hier, bei unserem Mixbecken, kräftig in der Farbe, vital, groß, gewachsen, richtig super, also das ist total klasse, wie die hier rumwuseln, das macht einfach nur Freude. Und wieder Eiertanten, ja, Babys müssen wir mal gucken, inwieweit die jetzt dann demnächst mal durchkommen, da kann ich jetzt gerade nichts so sehen auf Anhieb. Da unten ist einer, da unten, ja, einer. Ja, okay, das ist natürlich auch bedingt durch das Moos hier, ne? Versuch da mal was zu finden, das ist ja fast unmöglich. So, ich wollte eigentlich eine Pinzette mitnehmen. Kann ich hier nochmal kurz gucken? Bei unserem Santa-Trupp, die Super Crystal Red Santa. Da sind auch schon einige Babys, wieder etwas größer. Da ist auch eine Eiertante direkt hier vorne vor. Da hinten läuft ein Baby rum. Ja, sind einige Babys hier unterwegs. Da ist auch ein ganz kleines. Ich versuche da mal rein zu zoomen. Da. Ja, Bild mittig da. Guck mal. Frisch geschlüpft. Frisch geschlüpftes Baby. Schöne Sache. So, die Pinzette. Ach, wo habe ich die denn jetzt hingelegt, die Pinzette? Da machen wir heute noch nicht weiter. Ach so, oh, wenn wir schon hier sind. Wir hatten ja gestern mal dieses Experiment gemacht. Hier mit dem ja, mit der Zitronensäure, ne? Und haben das mal bei den Marmorsteinen mit dabei gemacht. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das aussieht. Allerdings, sage ich jetzt vorab schon mal, ja, die standen, also der Eimer stand nicht hier im Raum, aus einem ganz einfachen Grund. Pass mal auf, gucken wir uns jetzt mal an. Tada!
Also eigentlich sind das ja schwarze Marmorsteine hier, ne? Die sind weiß, ja, da ist ein weißer Belag drauf. Ist nämlich so, Zitronensäure und Marmor reagiert miteinander. Und das heißt, da entsteht CO2. Und ich habe den Eimer unten in den Dschungel gestellt, da, ne? Vor den Lüfter. Und der Lüfter hat dann die Luft, die hier rauskam, halt das CO2 im Raum verteilt. Ich hatte eine Tür auch zugemacht in dem Raum. Ja, einfach nur, um den Pflanzen was Gutes zu tun, nebenbei in dem Sinne. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich werde den Kram gleich mal ein bisschen checken und sauber machen und dann mal gucken, ob man mit den Steinen jetzt so irgendwie was anfangen kann oder nicht. Oder ob ich das nochmal wiederhole oder was auch immer. Das ist ein Experiment übrigens, ne? Einfach nur just for fun. Man lernt immer aus dem, was man macht. So, die Drachensteine liegen nach wie vor hier im Wasser. Ich habe dadurch keine Garnele... Moment mal, bis dato keine Garnele gesehen, da war gerade irgendwas. Aber ist das eine Garnele? Ach, das spiegelt jetzt natürlich. So sehe ich leider nichts. I'm so sorry. Nee, muss ich gleich mal in Ruhe gucken, weil da ist gerade das Licht drauf, das bringt nichts. So, jetzt habe ich die Pinzette immer noch nicht gefunden. Ich gucke nochmal kurz rum. Wo habe ich die denn hingelegt? Weißt du, wenn du ständig irgendwie was brauchst und da legst es dahin, wo du gerade stehst. Ja, okay, nutzt nichts, muss ich gleich mal gucken, wo ich die hingelegt habe. Da können wir bei den Babys mal eben vorbeigucken, hier, wie das aussieht. Hier müssten eigentlich jetzt alle großen raus sein. Nein, da hinten ist noch eine. Da ist noch eine. Kommt jetzt angetrabt hier. Ich gleich mal gucken, ob die noch Eier hat oder nicht. Bin mir jetzt nicht gerade sicher. So, die Babys, ja, die haben jetzt hier ihre Ruhe halt, seitdem die anderen ausgezogen sind. Ich zeige euch gleich auch nochmal, wo die jetzt sind. Wir wissen zwar, wo sie sind, aber wie es ihnen geht, ne, dass wir da auch nachgucken, dass wir also ja, in dem Sinne Gewissheit haben, dass es ihnen gut geht. So, okay, pass mal auf. Vielleicht finde ich auf dem Wege ja die Pinzette. Ja, ist so, ne? Machst du nix? Ne, ich sehe sie nicht. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Wie gesagt, ich habe sie gerade alle gefüttert. Ja, das sieht gut aus. Die haben sich wohl schon teilgenommen für sich. Da unten liegt die Tablette, da. Und hier geht's gut. Richtig gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch noch nicht geguckt, ob schon Eiertanten dabei sind. Aber ist jetzt sowieso von oben, ja, eigentlich gar nicht machbar, ne? Gar nicht nachmachbar. So, und hier ist dann unser älterer Trupp hier. Da sind auch überall kleine Babys noch wieder zugange. Das ist tatsächlich ein Selbstläufer nach wie vor. Also richtig klasse, muss ich sagen. So, da müsste ich eigentlich die Wurzeln zurückschneiden von dem Philodendron Micans. Ist das übrigens, letztens ist mir der Name nicht eingefallen. Der Philodendron Micans. So, jetzt habe ich die Pinzette immer noch nicht. Ich sage dir, du. Ups. So, da gehen wir gleich dran auf jeden Fall, weil dann müssen wir abernten. Das steht definitiv fest. So, nutzt alle nichts. Ich muss jetzt erstmal die Pinzette suchen. Da kann er lange suchen, nur sage ich dir. Guck mal mit dem Tier schnell vorbei, wie das aussieht. Ja, ein bisschen gestiegen ist er jetzt, knapp über 7. Ne? Und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Da liegt sie nämlich da unten. Die ist mir vorhin runtergefallen. Ne, ist noch die verkehrte. Ich habe zu viele Pinzetten, glaubst du das? Die ist zu groß. Jetzt habe ich sie immer noch nicht. Ich dachte, ich hätte sie jetzt gefunden. Aber naja, weißt du was, kommt? Nehmen wir die einfach mal. Sowas hat, warum? Das ist nämlich interessant, was ich dir jetzt zeige. Pass mal auf. Ich hoffe, wir können das gleich auch dann dementsprechend sehen. Weil ich habe sie ja jetzt erstmal gefüttert. Kann natürlich sein, dass jetzt ja, der Effekt dann nicht da ist. Und zwar haben wir hier unseren wunderschönen Becken Haufen Algen. Ne? Also hier nicht, sondern da. Ne? Unsere Filtersäule. Und diese Alge, die sich hier entwickelt, die wird gefressen von den Garnelen. Pass mal auf. Ich will mal gucken, ob mir das jetzt gelingt, dass ich hier ein kleines Stückchen rauskriege. Ups, sorry. Ja, das gelingt mir tatsächlich. So. Pass mal auf. Ups. Und dann gehen wir damit einfach mal hier rein und legen das mal hier rein. Aber wie gesagt, die haben jetzt natürlich Futter gekriegt. Das ist natürlich jetzt... dann nicht so optimal. Lass mal los hier. So. Und bitte nach unten. Einmal nach unten, damit wir es gleich auch betrachten können, wenn es denn jetzt, wie gesagt, funktioniert. Weil ich habe schon so ein Stück reingelegt, das ist weg. Das haben die weggefressen. Ich glaube, im letzten Film hatte ich da auch einen kleinen Clip von gezeigt. Das ist nämlich keine Fadenalge. Das ist, es gibt so viele unendlich verschiedene Algenarten. Ne? Also ist schon grandios. Und hier befinden sich natürlich auch jede Menge Mikroorganismen dran.
Und das ist also wirklich, man könnte fast schon sagen, Superfutter. Also Superfood in dem Sinne für die Garnelen. So, mal gucken, ob sie gleich dran gehen, aber ich denke mal eher nicht, weil, wie gesagt, jetzt haben sie ja was. Naja, egal. Dann eben so gesagt, musst du mir einfach glauben, dass das so ist erstmal. Ne? Ich werde es bei Gelegenheit dann nochmal zeigen. So, das hatten wir. Was wäre jetzt noch relevant, interessant? Wo seid ihr denn alle hin hier? Ja, die sind mit dem Futter abgehauen. Die haben auch die Tablette gekriegt, aber nicht eine ganze, sondern ein ganz kleines Stück davon. Ja, ist auch selbstredend, dass man hier bei der Menge an Tieren nicht zu viel reingeben darf, ne, logischerweise. Ja, wie schaut es hier aus? Alles in Ordnung, ja. Die sind immer ganz gesittet hier in der Ecke, das ist so ganz toll, ist das, ne? So, die hatte ich auch gefüttert, guck mal da. Holla die Waldfee. Aber wie gesagt, hier können wir jetzt nicht viel sehen. Ich werde erstmal abernten gleich. Das wäre mir dann in dem Zuge schon ganz wichtig, dass wir das machen. So, die haben jetzt keine Futtertablette bekommen, sondern die haben heute das bekommen hier. Ashwagandha. Also bis jetzt sehe ich nur eine Garnele, die das überhaupt interessiert. Ja, okay. Ich bleibe auch da erstmal bei dem Becken mit. Probiere das einfach mal aus, ob das was bringt oder nicht. Wird uns die Zukunft zeigen. Hier ist auch alles okay. Mal hier kurz geguckt. Hier ist auch alles okay. Da ist die kleine Horse-Horde. Pferde, Herde. Ja, ist schon klasse. Auch wenn man hier nicht so viel durchgucken kann. Ne? Aber ist schon ein ganz, ganz tolles Projekt. So, okay. Hier gibt es immer noch keine Babys. Nach wie vor nicht. Die halten sich jetzt alle da hinten auf, die Pandas. Was auch immer das zu bedeuten hat. Mal sind sie hier, mal sind sie da, mal sind sie dort. Ja, die wandern von einem zum anderen Ort. Das ist nun mal so, ne? Hier vorne ist gerade eine zugange am Schnabulieren. An unserem Blättchen. Was ist das für ein Blatt? Ja, genau, Walnussbaumblatt. Da ist aber nicht mehr viel dran. Ich hatte aber schon eigentlich Neues rein getan oder doch noch nicht. Hatte ich es noch nicht, habe ich wohl verpeilt. Da unten hängen auch welche drunter, sehe ich gerade. Ja, okay. Ich würde sagen, dann haben wir erstmal genug in die Runde geguckt und dann werden wir erstmal, ja gut, hier können wir gleich nochmal gucken, wie das aussieht, aber jetzt gerade kein Licht. Aber warte mal. Ist ja nicht das Problem. Ne? Komm her, gehen wir einmal rüber hier und legen das Licht einmal hier drauf und dann können wir hier ein bisschen mehr sehen. Naja, ein bisschen. Muss ich die Belichtung wieder anders einstellen erst. Mach's ja nix, ne? Ist so. Mit der Belichtung einstellen immer, ne? Die Thylo ist noch ein bisschen spät dran hier. Die muss ich noch auf den Weg machen zur Futterschale. Ja, rutscht du runter oder lässt du dich plumpsen? Also in der Regel rutschen sie runter, es sei denn, die verlieren halt, dann fallen sie auch schon mal runter. Aber in der Regel rutschen die tatsächlich langsam nach unten. Komm, lass dir Zeit, keinen Stress machen hier. So, da ist die andere Thylo. Hier ist aber noch eine da hinten. Ist die, kannst du gar nicht sehen, ne? Voll getarnt, da im Busch. Da ist die andere. Da. Babys gibt es leider noch nicht hier. Ich hoffe mal, dass wir nicht nur Männchen oder Weibchen hier drin haben. Aber okay, wir können hier später auch mal tauschen. Ist auch nicht das Problem, ne? Jetzt kann man immer noch nicht so viel sehen. Was ist denn los hier? Okay, komm. Nehmen wir jetzt einfach so mit. Es geht ihnen auf jeden Fall gut. Alles easy, alles cool. Die hatten gestern ein neues Blatt bekommen. Ich wollte eigentlich mal ein paar helle. Na, da ist jetzt einer, der ist so mehr wildfarbend. Aber wir waren auch ein paar ganz helle bei. Och, jetzt sehe ich sie wieder nicht. Ist immer so. Das ist also irgendwie. Wollte ich doch jetzt mal zeigen, dass auch ganz helle Tiere jetzt dabei sind hier. Da hinten läuft noch eine kleine Monster-Garnele rum. Das sind, glaube ich, drei oder vier tatsächlich. Ne, ich sehe sie nicht. Oh, warte mal, da ist ein Baby. Spitze da, Spitze dort, einmal ranzoomen, da. Ja, ist ja jetzt aber auch, ne? Bildmitte, kannst du diesen komischen Punkt da erkennen? Irgendwo da. Jetzt ist er unscharf. Da. Ja. Kannst du nicht viel erkennen, ich weiß. Aber trotzdem mal kurz gezeigt. So, nutzt alle nix, ich muss jetzt ein bisschen was machen, sonst komme ich nicht vorwärts. Also gefühlt
kann man hier echt jeden Tag ernten. Das ist schon crazy, ne? So, jetzt dippen wir das Ganze mal wieder, damit die Garnelen schön nach unten schwimmen hier und nicht unbedingt mit hier reinkommen in den Behälter. Schön dippen das Ganze. Prozedur wie immer, ne? Kennen wir eigentlich schon, aber ich zeige es dann trotzdem zwischendurch mal, damit ihr das auch seht, dass ich also wirklich hier das Ganze, fast das Ganze abernte, ne? Und das Ganze in kurzer Zeit wieder zuwächst. Aber das Schöne ist hier bei der Salvinia Minima, die kann man also wirklich ganz bequem rausholen. Das ist anders als wie bei der Entengrütze, ne? Das ist ja eine Katastrophe, wenn du das Zeug einmal hast. Wir haben es ja bei uns auch beim Gustav mit im Becken. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil hier schwimmen auch so ein paar andere Sachen mit rum, die ich jetzt nicht unbedingt weghaben möchte, die ich dann doch behalten möchte, ne? So, siehst du wohl. Schön dippen. Dip, 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 dip. Ja, ist so. Nee, du kommst da jetzt nicht mit. Du bleib mal schön da. So, okay. Den Rest mache ich jetzt alleine. Dann hast du es gesehen auf jeden Fall, dass ich das mache. Hier haben wir auch noch ein Blatt. Das kann nach unten jetzt. Das sollte wohl mittlerweile vollgesogen sein. Das ist ein Blatt von einem Baum. Von dem Walnussbaum. Ja, tolle Sache, ne? Wenn du einen Baum im Garten hast, ne? Das ganze Jahr Futter nebenbei so, ne? Du musst keine Angst haben, dass du mal irgendwie Hunger leiden, sondern hast immer was drin im Becken. Wo zur Not, wenn du mal nicht füttern kannst oder wie auch immer, auf jeden Fall für eine gewisse Zeit Reserve hast. Und das Schöne ist bei den Blättern vom Walnussbaum, also die geben keine Inhaltsstoffe ans Wasser ab, was das Wasser in irgendeiner Art und Weise belastet. Das haben wir schon getestet, ne? Wir haben schon mal Walnussblätter längere Zeit im Wasser liegen gelassen und dann mal geguckt, ob da irgendwas passiert. Und nein, es passiert tatsächlich nichts. Komm, Guido, weg hier. Es passiert nichts. Und das ist eine ganz tolle Sache, ne? Dass man da also Gewissheit auch hat. So, okay. Abgeerntet haben wir jetzt. Und die Scheibe habe ich auch schon sauber gemacht. Mit dem Schwamm, ganz normal im Schwamm hier. Und allerdings nicht bis auf den Grund. Weil hier haben wir auch Basalt, also Stein. Wenn du das zwischen Schwamm und Scheibe kriegst, dann hast du ganz viele schöne Kratzer. Sondern ungefähr bis auf die Höhe gehe ich damit, ne? Und dann den Rest, den muss ich jetzt dann tatsächlich mit der Rasierklinge machen. Aber das ist jetzt auch nicht das große Problem für mich. Ich habe da Übung drin. Mach du das bitte nicht so, wie ich das jetzt mache. Dafür gibt es extra Geräte, die man sich dafür holen kann, wo man die Klinge einspannt, ne? Aber ich habe da schon Erfahrung und ich sage es mal so, wie es ist, in dem Sinne nicht das große Problem. So, und dann können wir jetzt den Rest hier unten einfach nach unten wegschieben und die Garnelen, die holen sich das anschließend und fressen das einfach weg. Jetzt ist diesmal nicht so viel drauf hier, weil ich schon das letzte Mal das gemacht habe, aber besser ist es, wenn man es auch regelmäßig macht, dann ist es einfacher, als wenn man so einen dicken Grünbelag da unten dran hat. Ne? Was so im Stein ist, was wir jetzt durch die Scheibe sehen können, also im Grund hier, ne, das kann ruhig bleiben. Kannst jetzt gar nicht viel sehen, weil ich drehe mal eben. Jetzt konntest du sowieso nicht sehen, was ich gemacht habe. Ne? Konntest du sowieso nicht sehen. Also einmal bis nach unten ziehen das Ganze. Ich hoffe, die Kamera nimmt das jetzt einigermaßen auf. Mit ganz leichten Druck nur. Also ich passe auf, dass ich hier meine Finger nicht in die Klinge haue, ne, sondern mit ganz leichten Druck das Ganze nur. Komm, jetzt geh du mal an die Seite hier und störst du nur. Ne? Mit ganz, ganz leichten Druck. Und wenn man möchte, dann könnte man jetzt rein theoretisch mal hier ein bisschen was freibuddeln. Ich zeige das mal kurz demonstrativ. Dann wühle ich mir natürlich einiges jetzt auf hier. Ne? Aber ich zeige es mal, pass mal auf. Ich mache es sonst aber nicht. Nur falls du sagst, boah, das sieht, oh, mehr kann ich nicht. Ich spüre gerade einen Teppich. Da ist alles voll Wurzeln. Also, ne, jetzt kann man es vielleicht auch besser sehen, was für ein Schmodder sich da unten, ja, was heißt Schmodder? Algenbelag sich dort ansammelt. Ne? Und der ist auch richtig fest, muss ich sagen. Also aufpassen. Und bitte auch nicht bis unten hin. Wir haben eine Silikonschicht da unten. Ne? Die dürfen wir auf keinen Fall anhauen. Sonst machen wir uns das Becken dann undicht. Ne? Das wollen wir nur auch nicht. So, wie gesagt, das kann man machen, muss man nicht machen. Ich mache es auch nicht in der Regel. Ich habe es jetzt einfach nur demonstrativ gezeigt für den Fall dessen. So, den Rest buddeln die gleich von alleine wieder ein hier. Und der Mulm, der kann auch da unten drin bleiben. Also, das ist jetzt nicht das große Problem. Konnte man jetzt überhaupt irgendwas sehen? Jetzt habe ich natürlich einiges aufgewühlt, dadurch, dass wir jetzt in den Boden runtergegangen sind. Ne? Wie gesagt, ich mache das eigentlich nicht. Ne? Das habe ich jetzt nur mal so gezeigt. Also das muss man echt nicht machen. Im besten Fall kannst du hier eigentlich auch was vormachen. Eine Blende vor oder ein Tape vorkleben oder was auch immer, wenn dir das nicht gefällt. Ne?
Ja, das mal kurz so nebenbei. Es ist nämlich so, ich habe hier gefühlt im Grund, dass dort ein Teppich war. Also die Wurzeln von den Pflanzen hier. Einmal die Echinodorus und einmal die Cryptocoryne. Interessant ist auch bei den beiden Pflanzen, bei der Cryptocoryne, da wachsen die Blätter raus, ne? Und die Echinodorus, die mag das nicht. Die legt ihre Blätter immer schön ins Wasser rein. Aber die Cryptocoryne, die wächst tatsächlich raus. So unterschiedlich kann das sein. Und hier sind so ein paar gelbe Blättchen dran unten. Könnte man, wenn man, ja gut, wir sehen jetzt nicht viel, könnte, wenn man möchte, abnehmen. Mache ich aber nicht, weil die Thylos, die fressen die irgendwann. Oder die anderen Schnecken. Ne? Wenn die vergehen, dann werden die auch als Futter tatsächlich verwertet. Deswegen mache ich das also nicht. Gut, ist jetzt ein bisschen trüb, wie gesagt, aber okay, dann haben wir das Becken schon mal fertig. Jetzt nehme ich mir das nächste Becken vor. Da bist du nur ganz kurz dabei, sonst wird das zu viel. Ne? Hör mal auf. Wir gehen mal kurz nach oben. Ist also komplett zugewachsen und das wieder in so kurzer Zeit. Ne? So, ich hoffe, wir sehen das jetzt. Ich dippe hier oben mal so ein bisschen. Vielleicht können wir dann tatsächlich etwas sehen. Da kommt eine Schnecke. Ja, ist mal wieder der typische Vorführeffekt. Ne? Weil hier oben befinden sich nämlich die Babys drin. Und ja. Da muss ich gleich ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht mit wegnehme. In dem Sinne. Also hier werde ich meinen Behälter nehmen. Ja, typisch Vorführeffekt. Ne? Jetzt ist nichts zu sehen. Vorhin waren sie alle da. Gut, jetzt sind sie wahrscheinlich woanders. Mal hier nochmal gucken. Da ist ein großer auf jeden Fall. Ja, das ist der typische Vorführeffekt. Naja, okay. Aber da ist einer runtergeschwommen, hast du gesehen? Es ist aber auf jeden Fall wichtig, hier, da, bevor man das rauszieht, wirklich ordentlich zu dippen. Ne? Ganz wichtig. Nicht, dass uns hier die Babys rauskommen, das wollen wir nämlich nicht. Ne? Nun gut, vielleicht hast du den einen ja gesehen. Dann ist das jetzt eben so, wie das ist. Machst du nichts. Ne? Saratello. Der typische Vorführeffekt. Ja, ach, jetzt waren sie alle da hinten. Ach, jo, weg. Auch Minu. So ist das, ne? Da war einer, da, 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 direkt am Finger. Ja, okay, also die sind so klitzeklein, ne? Da muss er echt schon Glück haben, dass man die erkennt. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich habe hier nochmal Wasser reingemacht, ne, dass wir hier unten also Schwimmraum haben. Für den Fall, dass also Garnelen nochmal rauskommen. Was wir jetzt gerade eben gemacht haben, ich stelle das mal eben an die Seite bei dem White Pearl. So, und jetzt kommen wir zu dem Bloody Mary und hier genau dasselbe. Hier werde ich vorab schon mal so ein bisschen, ja, wenn ich denn Wasser rauskriege hier, das ist natürlich jetzt so eine Sache, ne, weil alles zugewachsen ist. Ich schiebe das alles mal ein bisschen rüber hier. Das ist schon. Es ist aber auch von Vorteil, wenn das so zuwächst, ne? Jetzt gucke ich mal eben, ich gleich ein Baby hier mit drin habe. Muss ja nicht sofort sein, ne? So, kommt einmal rüber mit dem ganzen Kram hier. Und dann suchst du die Babys, ne? Und dann hängen die einfach mal alle da oben in der Seile. So, für den Fall, dass ich gleich noch was brauche, stelle ich das jetzt nochmal hier hin. Und jetzt die gleiche Chose wieder, ne? Also dippen, ganz, ganz wichtig. Dippen, dippen, dippen. Denn wir haben ja vorhin gesehen, ich hoffe zumindest, dass wir es gesehen haben im Bilde, dass dort halt die Babys sich drin auch befinden. Ne? Und von daher sind wir dann doch ein bisschen behutsamer in dem Sinne, nicht jetzt beim Dippen, sondern behutsamer beim Rausholen, dass wir also wirklich die Garnelen nach Möglichkeit drin lassen. Und wenn denn doch welche dran sind, ne? Du kannst das jetzt auch mal kontrollieren. Und wenn du sagst, so ist okay, dann kannst du es in anderes Behälter, in einen anderen Behälter packen und dann weitermachen. Ich mache jetzt alles raus hier. Wenn du das schon ein paar Mal gemacht hast, dann ja, ist so. Ne? Dann bist du da auch schon ein bisschen abgehärteter, sagen wir es mal so. Dann bist du ja nicht mehr so ängstlich. So, also hier muss wirklich eine ganze Menge raus. Ne? Ist schon heavy. Aber okay. Dann können wir auch bald wieder mehr Pflanzen hier reinsetzen. Also nicht Schwimmpflanzen, sondern andere Pflanzen. Den lassen wir erstmal drin hier, den Phyllanthus fluitans. Wobei der hier nicht so gut wächst in dem Becken. Aber gut, ich habe jetzt auch noch nicht so viel gedüngt hier. Sollte ich dann auch mal wieder machen, eine Düngerrunde, dass wir das auch gemeinsam machen, wenn ihr möchtet. Aber ist ja im Prinzip immer dasselbe, ne? Wenn ich dünge. Aber obwohl, ich sage dann schon, wenn ich dünge. Ne? Und oder aber ich schreibe es auf und nehme euch dann, sage euch dann, ne, dass wir das also nicht verpeilen, wann wir hier düngen. Das ist schon wichtig. Ne? So, okay, den Rest mache ich just alleine. Da reitet er. Und das schon seit einer halben Stunde. Unfassbar.
der hat sich da einfach mal festgehalten, schnabuliert und lässt sich einfach hier durch die Gegend reiten. Coole Sache. Ja, da hätten Kinder auch Spaß dran. Ne, einfach mal irgendwo so dranhängen und dann durch die Gegend zuppeln. Coole Sache, muss ich sagen. Ja, schon interessant. Vor allem interessant, dass die Garnelen halt diese Algen fressen. Also sie fressen die wirklich. Nur wie gesagt, jetzt haben sie vorhin Futter bekommen. Da sind die natürlich komplett desinteressiert. Ne? Aber tolle Sache, muss ich sagen. Ich sehe gerade sogar eine Hydra da. Da werde ich wohl gleich mal eben, guck mal ein bisschen näher dran. Da oben, kannst du sie sehen? Ich versuche mal ein bisschen höher zu kommen und ein bisschen näher. Da ist eine Hydra. Da muss aber keine Angst vor haben. Also, ich habe noch nie gesehen, dass die eine Garnelenbaby gefressen haben oder so. Also, das kann ich bis dato nicht darlegen in dem Sinne. Also, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Die peitschen die zwar dann, wenn die vorbeischwimmen, aber das ist denen, ansonsten macht denen das gar nichts, überhaupt nichts. Aber ich hole mir gleich meine Pipette und werde die mal versuchen, dort wegzusaugen, denn die hat schon, ja, kleine Babys mit an Bord. Das heißt, aus 1, so wie es aussieht, macht 3. Ich will mal gucken, ob ich das gleich hinbekomme, dass ich euch mal zeigen kann, wie ich das mache. Guck, und der reitet weiter. Coole Sache, muss ich sagen, also richtig genial. Also man muss nicht vor allem, was keucht und fleucht im Aquarium, Angst haben. Ne, manches kommt von alleine, geht auch von ganz alleine. Aber wenn man es mal sieht, dann kann man es auch mal eben wegmachen. Das ist auch das große Problem. Und das werde ich jetzt mal just versuchen, mit euch gemeinsam zu machen. Ja, yippie, ja, yay, guck mal. Coole Sache. Das ist so grandios. Fantastisch. Ja, okay. Ich hole mal die Pipette, wobei der läuft ja nicht weg hier. Ne? Die haften sich ja irgendwo fest. Die können sich zwar auch loslassen und dann durch die Gegend schwimmen, irgendwo anders festhalten. Aber ich zeige euch mal eben, wie ich das mache, wenn ich solch einen Kandidaten denn mal sehe. Dann versuche ich das mal zu demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Ich nehme jetzt eine Pipette. Ich zeige dir das gleich dann auch insgesamt. Aber jetzt möchte ich dir erstmal zeigen, wie ich da rangehe. Ich hoffe, ich kann meine Hand einigermaßen stillhalten. So. So, Wasser nochmal raus. Und nochmal dran halten. Manchmal halten sie sich mehr fest, manchmal weniger. Ja, ganz langsam das Wasser wieder raus. Und dann gleich versuchen, mit einem Rutsch das Ganze loszulassen. Im Moment pumpe ich das Wasser noch raus. Dann muss ich langsam machen, damit er mir nicht wegschwimmt hier. Sonst. Jetzt ist er sowieso erstmal gestresst und wird gleich loslassen. Also sollte er zumindest. So, jetzt lasse ich los. Nein, er ist noch immer. So, jetzt. Okay, jetzt haben wir die ganze Wurzel ab. Lol. Jetzt muss ich aufpassen, dass man die nicht ganz abhaut hier. Wie mache ich das jetzt? Nun ist er weg. Lol. Da ist er drin jetzt. Ist jetzt ein bisschen überbelichtet. Aber okay, denke mal, kann es erkennen. Ne? So, ja gut, das war der typische Vorführeffekt. Ich gucke mal, ob ich noch einen finde. Vielleicht kann ich es ja nochmal besser demonstrieren. Da ist noch eine kleine Hydra. Und das sind so faszinierende Tiere, also echt heftig. Aber muss gucken, dass sie nicht überhand nehmen. Wenn man sie sieht, dann ne, einmal so, Wasser nochmal raus. Jetzt ist er weg. Also er ist nicht weg, er ist dahinter versteckt. Das kannst du leider nicht sehen. So, ich habe ihn. Ich habe, warte mal, eben die Kamera nach oben, da. Siehst du ihn? Da ist er drin jetzt, ne? So, okay, nehme ich den raus. Und dann kommt er einmal in ein Glas mit was? Wasserstoffperoxid.